Ja, Louis Napp von Wolli Schiebling. Heute will ich euch mal ganz kurz erklären, wie ich unseren Arcade-Automaten gebaut habe. Und ihr könnt euch den mal angucken. Ich zeige euch das im Schnelldurchlauf als Dia-Show, weil ich da damals nur Fotos gemacht habe und kein Video. Und da könnt ihr sehen, dass das keine Zauberei ist. Demnächst werden wir den Karate-Champ-Automaten zusammenbauen. Ich werde den also hier basteln und ihr werdet den dann anschließend, werdet ihr Videos sehen, wie genau jeder Schritt vonstatten geht, von der Planung bis zum fertigen Automaten. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Vorausschau, damit ihr seht, was auf einen zukommt und dass es gar nicht so wild ist, dass man das eigentlich ganz gut selber machen kann. Ja, ihr fangt mit Brettern an. Das hier sind ungeeignete, deswegen ist das Ding auch hinterher im Schrott gegangen. Und zwar sind das Spanplatten. Spanplatten sind einfach zu grob. Man muss irgendwas Feineres nehmen. Ihr seht, ich habe es angezeichnet und dann wurde es ausgefräst, indem man einfach Anschläge draufschraubt mit Schraubzwingen und dann mit der Fräse dran längs geht. Dann ist das ganz einfach. Das Design ist euch überlassen. Hier, da hatte auch noch einen Fehler, der war unten zu lang. Ja, und ohne Fräse geht's nicht. Mit einer Stichsäge braucht man gar nicht erst anfangen. Ja, dann habt ihr hier, jetzt seht ihr gleich, da ist eine Nut drin. Das ist hier völlig frei, das Design, so wie ihr es halt machen wollt. Da kommt jetzt gleich eine Nut rein in das Ding. Ich habe das im Keller gemacht, deswegen sieht es da so wild aus. Hier die Nut, die ist dafür da, dass man später eine Kederleiste aufdrücken kann. Ihr seht aber schon, die Spanplatte franzt aus. Und wenn die ausfranst, ist das später bröckelig. Das ist nicht schön. Unser Automat hat dasselbe Problem. Hier seht ihr, das wird dann der Bubble Bobble. Das ist dann später auch ebenfalls Spanplatte gewesen. Hier wird schon der Monitor angepasst. Einfach einen Rahmen rein. Das Teil ist halt einfach ein zusammengespackster Schrank. Diese Kante, die man gerade gesehen hat, ist für die Glasscheibe, die später kommt. Da, diese Nut, die hinten reingefräst ist. Da wird dann später die Frontscheibe reingepackt. Das ist der Kasten unten, wo es später alles Münzautomat und alles drin ist. Hier sieht man die Grundform. Ich habe den einfach freihand gemacht. Hier der Plan, wie ich die Joysticks und die Taster haben wollte. Das ist einmal dann aufgezeichnet, dann wird es gebohrt. So wird es fertig aussehen. Ja. Da kamen schon die ersten Knöpfe rein, um zu gucken. Man hat gesehen, das wird alles langsam. Hier habe ich getestet die Elektronik, diesen Pandoras Box Rechner. Das ist ein anderer. Wie man es verdrahtet. Hier kann man die Spiele auswählen. Im Wohnzimmer rumgegammelt und ein bisschen ausprobiert. Das sieht wilder aus, als es ist. Im Endeffekt ist das sehr, sehr einfach. Das erkläre ich dann aber in einem anderen Video. Wenn wir den Space, da sieht man die Belegung von Jammer Port. Hier seht ihr dann, also alle Joysticks und alle Kontakte und alle Schalter werden mit einem Massekabel verbunden. Und das wird dann jeweils auf den entsprechenden Kanal an dem Jumperport für hoch, runter, links, rechts und so weiter gebastelt und verdrahtet. Das ist halt, wie gesagt, etwas aufwendiger zu erklären. Da machen wir ein eigenes Video zu. Ja, hier sah es schon ein bisschen fertig aus. Er hat die Farbe gekriegt, eine Art Taubenblau, RAL 5014. Und da kommt man schon mal sehen, wie es dann mal aussehen sollte. Da lief er schon probeweise. Dann stand er schon oben in der Bude. Ela hat Probe gezockt und in der Münzeinwurf auch ein Kapitel für sich. Das ist nichts Schwieriges, das kann jeder. Ja, man konnte schon erkennen, wie es denn mal aussehen sollte. Und jetzt musste natürlich dann noch irgendwie Dekor hinter. Das haben wir dann bestellt. Das Artwork habe ich anfertigen lassen. Und das hat so 250 Euro gekostet. Hinten die Kante, die man sieht, ist die Klappe, um an den Monitor zu kommen. Wir mussten den Bildschirm auch mittlerweile einmal tauschen, weil ich habe einen Medion-Fernseher drin gehabt, der war einen gebrauchten alten und da hatte ich keine Fernbedienung für. Der ging dann nicht automatisch an, da musste man immer oben rein, das war halt schlecht. Ja, hier wird es immer besser. Jetzt ist er schon geschlossen. Oben diesen Kasten, den man sieht, der ist nur dafür da. Da ist eine extra Glasscheibe drin. Die Glasscheiben habe ich ebenfalls zuschneiden lassen und hier sind die Dekore dann da. Ja. Das ist ein spezieller Kunststoff, sehr robust. Das wird dann aufgeklebt. Auf die Scheibe auch. Dem Originalautomaten entsprechend und oben durchleuchtendes, doppelt gedrucktes, damit die Farben gut rumkommen. Das war etwas teurer und das sah dann aber auch dafür entsprechend gut aus. Ja, und so sieht er dann heute aus.
Oh, stand da in verschiedenen Zimmern, bis er irgendwann ins Gaming-Zimmer gewandert ist. Ja. Und jetzt ist er halt die ganzen Jahre, es war eigentlich ein Prototyp. Ich wollte das Ding eigentlich normalerweise nur kurz anbauen, um zu gucken, ob das funktioniert, und wollten dann verschrotten und neuen bauen, einen besseren, weil eigentlich wird sowas beim ersten Versuch war ich eigentlich, habe ich gedacht, naja, das wird so dolle nicht. Der hat auch viele Schwächen, die ich ändern würde heute, aber Ela hat gesagt, der bleibt. Da ist der Münzeinwurf, das ist halt auch keine Zauberei. Ja, und wie gesagt, unterm Strich, wir bauen jetzt demnächst einen neuen. Und zwar werde ich einen Original Karate Champ Automat bauen. Und da lasse ich euch dann teilhaben. Das werden wir als Videos machen, als wahrscheinlich eine Reihe, weil das geht halt nicht in einem Rutsch. Aber uns insgesamt, hier seht ihr mal, der Münzwechsler ist im Moment da auf 10 Cent eingestellt, also 10 Pfennig, ich lüge. Und ja, dann funktioniert das halt so, ne? Dann schmeißt er rein und dann läuft das Ding. Ich habe den Ton ausgemacht vom Handy, weil das war jetzt zu viel Laberei. Also ich habe da geredet und das hat dann Echo gegeben. Das wollte ich nicht. Ja, und dann hast du ganz normal Bubble Bobble in der Automatenversion, was die beste Version war von dem Spiel. Und auch grafisch und so und farblich. Und kannst halt auch zwischen etlichen Titeln wählen, aber dafür ist er hier halt gemacht. Ja. Wenn man den One-Player-Knopf gedrückt hält, dann kommt man wieder ins Hauptmenü und kann Spiele auswählen. Andere, wenn man keinen Bock mehr hat auf Bubble Bobble. Ja. Insgesamt gesehen ist das einfach normales Heimwerken. Da seht ihr den Münzzähler. Das heißt, China-Kram, so ein Ding kostet 15 Euro. Also das ist jetzt auch keine finanzielle Herausforderung. Die Dekore sind relativ teuer, klar. Aber manche können den ja auch vielleicht vernünftig bemalen oder machen den einfach monochromfarbig. Dann braucht man das ganze Gelumpe gar nicht. Man könnte jetzt zum Beispiel oben als Rahmen auch ein schwarzes, neutrales Dezifix oder ein farbiges nehmen, was man einfach im Baumarkt holen kann, so eine Klebefolie. Es geht auch einfacher, wenn man einfach nur zocken will. Der hier sollte halt auch ein bisschen witzig aussehen. Ja gut, jetzt habt ihr gesehen, das ist keine Zauberei. Der Automat wird, also dieser hier, der bleibt jetzt hier stehen, weil Ela darauf bestanden hat, dass der bleibt. Und ja, wenn der neue kommt, da versuche ich ein bisschen perfekter zu werden. Der wird näher am Original sein, aber nicht ganz am Original, weil ich da auch ein paar Sachen ändern möchte. Und ja. Es wird allerdings der erste sein, den ich bastel, wo nur ein Originalboard drin sein wird und kein Multiplay möglich sein wird, dass man verschiedene Spiele auswählt. Weil das Besondere an Karate Champ ist halt, dass er vier Joysticks hat. Ja, was haltet ihr davon? Gefällt euch das Ding? Oder meintet, der wäre noch zu gebastelt? Ja. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefallen hat, und wenn ihr Interesse habt an den nächsten Videos, die da zum Arcade-Automaten kommen, zum Karate-Champ, dann lasst ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns entweder auf Twitch Samstagabend oder hier wieder. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das Ding angehe. Ich mache jetzt das nächste Video direkt, indem ich schon mal die ganzen Komponenten rauskrame, denn ich habe für den Karate-Champ fast alles zusammen. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.